Der Kinnaufbau kann gerade bei Männern hochattraktiv wirken, wenn man gar nicht erstmal das Problem am Kinn selbst hat, sondern wenn die Nase zum Beispiel etwas weiter vorsteht, dann kann es notwendig sein, auch den Kinn hierzu anzupassen. Allerdings sollte das immer natürlich wirken und zum Gesamtbild auch passen. Hier sieht man, dass der Patient hierzu auch einen kleinen Bart wachsen lässt und damit es ein bisschen nach frontal scheint. Und durch die Hyaluronsäurebehandlung unterstützt er diese Behandlung, diese Projektion nach vorne auch. Ich denke, das ist eine sehr gute Alternative und komplikationsarm, wenn man es richtig durchführt. Und man sieht hier ein sehr, sehr schönes und vor allem natürliches Ergebnis.